Hallo und herzlich willkommen zurück bei Scrap Mechanic. Was heißt zurück? Es ist lange her. Da waren einige Versionen noch nicht vorhanden. Da waren wir noch in der 0.1.19D und jetzt sind wir in der 0.1.25 oder 2.5. Da wollte ich dann mal ein paar Völkchen machen, was es so Neues gibt. Und da ja im Moment nicht so viel auf dem Channel ist. Spanner Deep und Forest läuft ja immer um 18 Uhr, Bus-Simulator ja um 17 Uhr alle 2 Tage. Wahrscheinlich im Wechsel dann mit Scrap-Mechanik, aber das ist ja kein durchgängiges Let's Play bis jetzt gewesen, soll es auch eigentlich nicht sein. Es sei denn, vielleicht kommt eher mal der Survival-Modus und so. Und dann auch um 17 Uhr im Wechsel mit Bus-Simulator. So, wann dann wieder Factorio kommt, weiß ich auch nicht so genau, kann ich euch nicht sagen. Das ist ja nicht mein Let's Play. So, was gab es denn so, zum Beispiel Neues? Also ich habe auf jeden Fall drei wichtige Punkte mindestens, die ich abhandeln will, vielleicht in 3 Folgen. Aber die Kleinigkeiten will ich auch nochmal erzählen, so ein bisschen. Also es gibt dieses Paint-Tool hier. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Da kann man Sachen mit anmalen. Wie der Name schon sagt. Fix Buggy First Persons Animations. Wir sehen ja so aus hier. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt die andere Kameraansicht macht, das weiß ich jetzt nicht, dass man uns von vorne sieht. Dann gibt es einen neuen Radio-Track. Die Kleinigkeiten, die kann man schnell abhandeln. Wie geht das nochmal alles hier? Wie kann ich denn eigentlich den nächsten Radiosender nehmen? Naja, müssen wir darauf achten, ob das danach gespielt wird oder so. Weil ich weiß jetzt nicht, wie man so mal einstellt. Ach, das ist das hier. Ich muss erstmal noch wieder ein bisschen reinkommen hier. Unsere Hupe. Ist immer noch in der Welt, wo ich vorher auch drin war. Naja, ein paar Steam-Overlay-Probleme gab es. FPS-Zahlen sollen jetzt höher sein. Ja, allgemein verbraucht das Spiel weniger Memory. Also weniger Speicher. More visible Zwaster Particles. Wo haben wir denn? Jetzt hört man mal schon ein paar Tracks hier. Ich weiß nicht, welche jetzt neu und welche alt waren, ne? Wo haben wir denn? Hier zum Beispiel. Das überhaupt der Twaster? Das muss ich mal eben nachschauen. Das sind alles immer nur die Kleinigkeiten. Ja, das ist das. Na gut, habe ich jetzt nicht. Hab jetzt nicht viel gesehen, ne? Spürkes kann man ja immer mal machen. Nimm mal hier den in die Hand. So war das, genau. Dann kann ich ihn ja wieder aufbocken. Wie heißt das nochmal hier? Mit dem Lift. Genau. Und der Lift. Da kann man jetzt die Höhe 16, also 20 Blöcke kann man jetzt machen. Ist er jetzt ein Lüfter? Geht jetzt ein bisschen höher als vorher. Wahrscheinlich für, ja, keine Ahnung, für höhere Sachen, ja? Also für höhere Fahrzeuge oder was auch immer. Sensors have a new interface, allows the player to set range and other settings. Was waren denn nochmal die Sensoren? Das waren die B-Rings. Switch-Button. Sensoren. Ah, die habe ich ja noch hier. Ach so, sieht es jetzt aus. Mit den Range und Mode, Switch oder Button.
Mit oder ohne Sound? Na gut. Aber damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. Wollte mal zeigen, das ist jetzt neu. More tips to the loading screen. Ja gut, da ist mir jetzt noch nichts aufgefallen. Das gibt's also auch. Neue Tipps beim Laden. The controller should no longer break your equations when logging into a world. Does not fix equations. Okay. Beings controlled by the controller should now behave better. Beings sind ja diese hier. Die kannst du ja auch mit dem Controller steuern. Wo war der denn nochmal hier? Bin ich doof? Also vielleicht ja, aber. Naja, finde ich jetzt gerade nicht. Das sind ja die Motoren, das sind die Sitze, das ist das hier. Hier haben wir auch ein paar neue Sachen, da kommen wir auch noch zu. Ach, das ist der Controller, Mensch. Controller kannst du ja auch das hier steuern. Das weiß ich jetzt aber alles nicht, wie das geht. Ja, dann gibt es die Tod Bot Heads. Damit kann man Musik spielen. Blip. Synth Voice. Percussion. Bass. Da muss ich mich auch nochmal befassen. So ein bisschen. Ja, einige Crash Fixes. Das soll nicht so immer abschmieren, das Spiel. Auch im Multiplayer. Das ist. Und Sensor Range ist. Bisschen reduziert. Zu den Toadbot Head, Blip Bass und Synth Voice. So sein Can Play Long Notes. Sie können auch lange Noten spielen. Okay, wurde ein bisschen geändert. Und einen Volumenregner gibt es jetzt auch da. Das gab es wohl vorher nicht. Ja, dann gibt es auch noch einen neuen Glasblock. Das heißt neu, das sind diese hier. Ja, da kommen wir auch noch ein bisschen zu. Und Window Parts. Fenster. Denn dieses hier auch mit Glas versehen und so. Alles klar. Diese Sachen kenne ich auch noch gar nicht. Hier, Karottbox und Bananabox. Was kann man damit eigentlich machen? Das weiß ich auch nicht so genau. Und hier so ein Quest-Container. Was ist das, du? Und was ist dieses hier alles? Gut, das ist vielleicht viel später für den Survival-Modus. Da kenne ich mich nicht mit aus. Und das hier. Das wird wahrscheinlich auch alles für später erstmal sein, denke ich mal. Na gut, da wollen wir uns aber noch mal ein bisschen mit dem Paint-Tool befassen. Wie gesagt, es können auch neue Updates kommen. Also mal gucken, wann ich. Also ich versuche euch alles immer so ein bisschen zu zeigen. Und vielleicht bauen wir auch mal ein bisschen öfter was oder mehr. Das kann ich nicht immer sagen. Kommt eigentlich sonst ziemlich unregelmäßig das Game hier auf dem Channel. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen was anmalen hier. Wie geht denn das? Aha. Kann man so ein bisschen so machen. Aber wie wechselt sich die Farben denn? Steht das hier irgendwo? Paint any part or block to personalize the equation. Paint using the left mouse. Cool. Ah, nice. Das ist doch. Wechselt er das automatisch? Kann man so ein bisschen so machen. Das ist ja easy going. Und da. Kann man ja ganz schön Spielereien dann machen, ne? Wenn man Bock hat. Habe ich es ein bisschen falsch gemacht. Welche Farbe ist denn das hier? Ne, dieses nicht. Die sowieso nicht.
Finde mal genau das Gelb raus. Wenn es das überhaupt hier gibt, ne? Die richtige gibt es dann also nicht. Simply hold down left mouse button and drag it if you want to paint larger surfaces. Hold down left mouse. Das kannst du auch so machen. Damit kann man dann eigentlich gute Spielereien machen. Ja, was wir alles schon gebaut haben oder ich alles so ein bisschen rumprobiert. Was kann man denn mal für eine Farbe nehmen? Kann man auch verschiedene Muster machen und alles. Kennt man schon den Radiotrack? Das weiß ich nicht genau. So, was machen wir denn mal hier für eine Farbe? Puh. Man kann das auch so ein bisschen bunter machen. Schnellgelb, vielleicht mal hier. Sieht es so aus. Auch ganz nett, ne? Ach, hier war ja der, wo ich ein bisschen was rumprobiert habe. Ja, ich habe mich mit dem Spiel noch nicht allzu sehr befasst, sag ich mal. Aber na gut. Ich mache nochmal sowas hin. Es geht auch natürlich einfach weiß und schwarz. Sieht doch auch ganz nett aus. Kann man mal probieren, ne? Ja, das ist also das Paint Tool. Habe ich sonst noch so Sachen, die ich mal gerne probieren würde? Man kann ja so viel noch machen, ne? Krokensarazar hatten das auch mal, darauf bin ich auch ein bisschen gekommen. Manche machen das und probieren, bauen so tolle Sachen. Da muss ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr befassen und so. Ich weiß nicht, ob das gut für ein Let's Play ist, weil man hier viel, viel überlegen muss. Aber so ab und zu kann ich euch ja mal was zeigen, wenn es was Neues gibt. Oder wenn ich richtig gute Ideen habe und ich mit euch mal teilen will oder wir mal zusammen ein bisschen rumprobieren. So hin und wieder. Es kann mir sehr unregelmäßig, soll nicht so unregelmäßig sein. Dass ich jetzt schon bald, ich weiß nicht, wie lange das schon wieder her ist. Gefühlte 2 Monate, ich weiß es nicht. Das kannst du auch färben, ne? Das Holz. Das ist ja eigentlich interessant. Kannst auch ein Schachbrett machen und so, theoretisch, ne? Haben wir auch richtiges Braun? Haben wir gar nicht, ne? Manche Farben fehlen mir noch, so, oder? Gibt es hier auch eine Funktion, dass man die Farbe dann wieder übertragen kann? Kann ich das irgendwie so machen? Und dann da? Nee, kann ich nicht. Also wenn das jemand weiß und sich noch ein bisschen besser mit auskennt, dann am besten so ein bisschen kopieren oder so, ne? Wenn man dann das dann doch wieder haben will oder irgendeine Farbe, die es hier nicht drin gibt. Hier gibt es, also es könnte noch ein bisschen mehr wieder drin sein. Warum gibt es hier kein Braun? Das verstehe ich nicht. Mach das jetzt irgendwie so ein bisschen so.
Wenn, dann muss ja alles. Okay, das ist jetzt auch einheitlich. Und das ist dann halt so ein bisschen bunt da, ne? Ja, da kann man bestimmt richtig geile Sachen mitmachen. Das kann man bestimmt auch richtig nice aussehen lassen. Ich probiere nur sogar ein bisschen rum. So. Ich habe bald alle Farben durch. Ja, nehmen wir nochmal die hier. Da nochmal hin. Mit diesen Dingern, die sie von selbst drehen, da kann man vielleicht die anders anmalen, dass das vielleicht ein bisschen besser dargestellt wird, dass man vielleicht mehr weiß, was gemeint ist. Vielleicht sieht man das dann besser, oder ich. Keine Ahnung. Ja, die muss ich dann auch noch so machen. Zack. Na, sieht wunderschön dicht aus. Also da könnt ihr noch ein bisschen rumprobieren. Das waren mal so ein paar Einblicke in die neuen Updates und in das Paint Tool Werkzeug. Das heißt auch so, ne? Ja, das Paint Tool. Naja, wir sehen uns dann wahrscheinlich in 2 Tagen wieder und dann schauen wir uns mal an, wie das mit der Musik hier aussieht. Und vielleicht nehmen wir noch die Glasblöcke mit drin oder wir machen eine Extra-Folge. Das muss ich dann mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!